Das heißt, ich darf an dieser Stelle losstarten. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Die Freude ist ganz meinerseits, weil von den vielen Initiativen, die mit der Gemeinwohlökonomie sehr eng befreundet und gleichen Geistes sind, erwähne ich, glaube ich, mehr Demokratie Deutschland am häufigsten als verwandteste oder nächste Initiative, obwohl wir auf scheinbar unterschiedlichen Feldern, nämlich der Wirtschaft und der Demokratie, arbeiten. Aber aus meiner Sicht sind die beiden Zwillingsschwestern, nämlich eine voll funktionierende Demokratie und eine gemeinwohlorientierte Ökonomie. Das betone ich häufig. Und das ist vielleicht auch schon das, was in meiner Arbeit nicht ganz so bekannt ist. Das eine vielleicht noch: In Österreich habe ich die Genossenschaft für Gemeinwohl mit initiiert, aus Attac Österreich heraus. Die hat heute 5000 Mitglieder und hat zwar selbst keine eigene Lizenz bekommen, aber sie gibt jetzt seit dem Vorjahr das erste Gemeinwohlkonto Österreichs heraus in Kooperation mit einer lokalen Raiffeisenbank. Und was in Deutschland vielleicht nicht allen so bekannt ist, ist, dass die Gemeinwohlökonomie sehr viel mehr ist als eine Bilanz für Unternehmen oder andere Organisationen. Sie ist aus meiner Sicht ein vollständiges alternatives Wirtschaftsmodell, das sich aus 20 ordnungspolitischen Bausteinen zusammensetzt, und die aber sollen nicht wie von einer Partei durch oder umgesetzt werden, weil wir glauben, dass das schon die Lösungen sind, sondern die zweite große Dimension der Gemeinwohlökonomie ist die Vision einer souveränen Demokratie, die demokratische Beteiligungsprozesse so verbessert, dass Grundsatzentscheidungen der Wirtschaftspolitik, also gerade eben nicht Details, sondern Fundamentalentscheidungen, dass die in gut aufbereiteten demokratischen Prozessen, kann das Stichwort Bürgerinnenrat, kann ich da schon mal fallen lassen, ich habe das gerne demokratische Wirtschaftskonvente genannt, dass über solche innovativen Prozesse einer zukünftigen Demokratie 2.0 solche Grundsatzentscheidungen auch umsetzbar sind. Damit steige ich jetzt ein in meinen Vortrag. Ich schaue, ob ich da das Vollbild herstellen kann. Ja, genau. Und die Vision ist die souveräne Demokratie. Über die denke ich schon seit vielen Jahren nach, und ich habe sie auch dort und da bei Mehr Demokratie Deutschland schon vorstellen und diskutieren dürfen. Und der Untertitel ist ganz frisch inspiriert von Roman Hubers Moderationseinleitung, ob es ein neues Betriebssystem braucht. Ich glaube, das ist schon ein bisschen zu hoch angesetzt, aber jedenfalls kann man ein Update des Betriebssystems andenken. Warum? Bei der Analyse sind wir uns, glaube ich, weitgehend einig. Es gibt derzeit viele Themen, sowohl Missstände, die von den demokratisch legitimierten Parlamenten und Regierungen nicht abgestellt werden und zum Teil sogar verschlimmert werden. Das ist nur eine Beispielliste von gegenwärtigen Zuständen oder politischen Entscheidungen, die meiner Ansicht nach in einer direkten, direktdemokratischen Entscheidung keine Mehrheit finden würden. Die Liste ließe sich beliebig verlängern. Was die Problemanalyse dahinter betrifft, glaube ich, dass die wichtigste Einzelursache die fortgeschrittene Machtkonzentration in Wirtschaft und Politik ist, die auch dazu führt, das habe ich in der Mittagsdiskussion ein bisschen gehört, dass offenbar die Demokratie weltweit leicht auf Rückzug sich befindet. Ich hoffe, dass das ein vorübergehender, leichter Backlash ist, um dann in Richtung einer neuen Erfolgswelle durchzustarten, allerdings nicht nur mit den bisher gekannten demokratischen Instrumenten, sondern auch mit eben neuen. Ja, eine Teilerklärung dafür ist Plutokratie. Wenn sich Vermögen und Macht weltweit konzentrieren, dann ist natürlich der Effekt dieser Machtkonzentration sehr viel größer als im nationalstaatlichen Zusammenhang. Also Globalisierung führt zu einer neuen Welle von Plutokratie. Und die ermöglicht dann natürlich auch die Reorganisation der Lobbys. Der Marco Bülow hat das als Lobbyrepublik bezeichnet, aber die Lobbys, muss man hier betonen, sind ja nicht nur national, sondern insbesondere international extrem gut organisiert. In Österreich hat einer der Milliardäre, also jedes Land hat jetzt seinen Milliardär, der die Demokratie aufmischt, könnte ich sagen. Wir in Österreich hatten nicht unseren Bolsonaro, Berlusconi oder Trump, wir hatten unseren Stronach, der hat einfach 100.000 Euro,
mehr oder weniger Kopfgeld ausgesetzt für demokratisch gewählte Parlamentarierinnen, die zu seiner Partei wechseln. Und so hatte er, ohne jemals bei demokratischen Wahlen angetreten zu sein, einen Parlamentsclub in Österreich. Ein anderes Phänomen, das etwas neuer ist, ist das sogenannte Pensée Unique, das Denken in Alternativlosigkeiten. Margaret Thatcher ist dafür berühmt geworden. Pierre Bourdieu in Frankreich hat diesen Begriff meines Wissens geprägt. Und der hängt wiederum aus meiner Sicht sehr stark mit der sehr starken Orthodoxie in der Wirtschaftswissenschaft zusammen, also mit der Vorherrschaft der neoklassischen Theorieschule, obwohl es da 15 andere Theorieschulen gibt, die aber alle mehr oder weniger insignifikant sind, von der ökologischen Ökonomik bis zur feministischen Ökonomik. Und die neoklassische Theorieschule zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass sie kein Problembewusstsein für Ungleichheit und Machtkonzentration hat. Also die hat eine sehr stark legitimatorische Wirkung für neoliberale Wirtschaftspolitik. Die Wirtschaftswissenschaft wird neoklassisch bezeichnet und die zugehörige oder dazu passende Wirtschaftspolitik als neoliberal. Ja, und in der Politikwissenschaft wurde das als Postdemokratie von Colin Crouch analysiert. Diesen Begriff, dem ich analytisch total zustimme, setze ich trotzdem gerne den Begriff Prädemokratie gegenüber, weil das ein bisschen zuversichtlicher ist. Ich glaube, wir stehen vor einer großen Demokratisierungswelle, auch wenn das jetzt in diesen Jahren für viele nicht spürbar ist. Und während die erste Demokratisierungswelle sich als repräsentativ indirekte, in einer extremen Paraphrasierung Diktatur auf Zeit man mitunter anfühlt, würde das neue Betriebssystem stärker als eine konstitutiv souveräne Demokratie programmiert sein. Und was führt uns zu einer solchen souveränen Demokratie? Zwei Gretchenfragen, zwei Ausgangsfragen. Was bedeutet souverän? Erstens, da ist festzustellen, ich habe selbst Politikwissenschaften studiert übrigens, und der Begriff souverän wurde bisher tendenziell als Selbstbestimmung von Staaten verwendet, insbesondere vor dem Hintergrund von Kolonialismus und Imperialismus, wo die einen Staaten über die anderen geherrscht haben. Da ist dann der Begriff nationale Souveränität als Selbstbestimmung sinnvoll. Aber ursprünglich, das habe ich nicht gelernt in meinem Studium, kommt der Begriff aus dem Lateinischen souverän und bedeutet schlicht über allem stehend, also die höchste Instanz, superanus im Lateinischen. Und deshalb muss man jetzt nachfragen, in einem souveränen Staat, wer ist denn dort der Souverän, also die höchste Instanz? Und da haben wir jetzt geschichtlich von der Monarchie bis heute einen schönen Parforsritt. Also es kann eine einzelne Person sein, der monarchische Souverän oder der Monarch als Souverän. Das kann aber auch in der ersten Phase in der Demokratie 1.0, kann das die legitim gewählte Vertretung, das Parlament sein. Diesen Geist habe ich in Österreich im Parlament kennengelernt, als wir zum ersten Mal direkte Demokratie vorschlugen. Da wurden wir mit sehr schroffer Antwort, wurde uns klargemacht, dass der Souverän das Parlament sei. Und die souveräne Demokratie sieht das anders. Demos Kratos, in der Demos Kratos herrscht der Demos und der Demos ist das Volk. Und vielleicht wurde das erstmals hörbar und spürbar 1989 vor dem Mauerfall und nach dem Mauerfall mit dem Slogan "Wir sind das Volk" in der Bedeutung "Wir sind der Souverän". Die Konsequenz der Ernstnahme des Begriffs Souverän oder eben dann souveräne Demokratie, was ja eigentlich ein weißer Schimmel ist, aber dadurch, dass derzeit in den Demokratien das Demos eben nicht effektiv an der Herrschaft ist, macht vorübergehend der Begriff souveräne Demokratie als weißer Schimmel gleich viel Sinn wie Gemeinwohlökonomie, die ja auch ein weißer Schimmel ist. Aber das vielleicht an anderer Stelle. Wichtiger ist, dass die souveräne Demokratie, so wie ich sie jetzt da anskizziert habe, als Weiterentwicklung der Gewaltentrennung zu verstehen ist. Und damit auch gleich betont, dass sämtliche Instanzen und Gewalten, die es bisher gibt, die bleiben natürlich, aber die werden weiter ausdifferenziert. Und das auch aus dem Grund, weil die Idee der Gewaltentrennung ja zum Ziel hat, dass sich nirgendwo im Staate die Macht überkonzentriert, damit dann ein Teil der demokratischen Agentinnen ihre Freiheit verlieren oder einen Teil ihrer Freiheit verlieren. Und jetzt zeichnet da jemand, vielleicht ist das die Frage, was partizipative Demokratie heißt.
der müssen wir heute keine Aufmerksamkeit schenken. Von daher kann man das auch als Abhaken hier verstehen. Mir ist wichtig, wenn der Souverän nur alle 4 oder in Österreich sogar nur alle 5 Jahre wählen darf, dann ist das zu wenig Macht. Und ihr braucht sozusagen eine Ausbalancierung der Macht zwischen dem Souverän, der etwas mehr Macht braucht, und seine gewählte Vertretung, die sogenannte konstituierte Gewalt, die ja theoretisch von der höchsten Instanz konstituiert werden sollte. Deshalb spreche ich auch vom Souverän als der ersten Gewalt, nämlich der konstitutiven Gewalt. Die müsste relativ ein bisschen weniger werden. Dann empfindet man das nicht mehr als Diktatur auf Zeit, sondern dann empfindet man das als vielleicht als Dialog oder Partnerschaft auf Augenhöhe. So ist die Ermächtigung des Souveräns zur ersten Gewalt, zur Konstitutivgewalt zu verstehen. Und das führt natürlich schon zur nächsten Ausgestaltungsfolge, nämlich welche Rechte müsste der Souverän, der heute quasi nur wählen darf und nicht viel mehr, wenn der da auf Augenhöhe geht mit seiner Vertretung, mit den konstituierten Gewalten, welche Rechte könnte er dann in Zukunft genießen? Und das hier sind 10 Ideen, die mir als erstes einfallen, wenn ich Claudine Nierts Übung mache, nämlich wenn wir uns from scratch, also auf einer Tabula Rasa vorstellen würden, jetzt darf ich doch wieder drüber sprechen, das ist fein, wie wir uns eine ideale Demokratie vorstellen, dann würde ich mir eben vorstellen, dass es logischerweise in einer Demokratie der Demos die höchste Instanz ist und folgedessen zum Beispiel diese vielleicht auch ein paar andere Rechte genießen müsste als Kollektivgrundrechte. Das ist jetzt auch noch einmal eine wichtige Unterscheidung von den individuellen Grund- und Menschenrechten, die wir ja erhalten haben, was ja auch die Demokratien ganz maßgeblich von den Monarchien unterscheiden. Aber vergessen haben wir die kollektiven Grundrechte, die ich in der Politikwissenschaft so nicht kennengelernt habe. Ich nenne sie Souveränsrechte, aber eben demokratische Souveränsrechte im Unterschied zu den monarchischen Souveränsrechten. Weil das ist kurios, dort gab es sie. Dort hatten die Könige und Kaiserinnen nicht als Person, sondern als Instanz, als souveräne Instanz hatten sie verschiedene Rechte und die waren keine Peanuts. Das waren wirklich die mächtigsten Rechte, die eine staatliche Instanz innehaben kann. Und da seht ihr das Recht von der Entscheidung darüber, wer Bischof sein darf und wer welchen Adelstitel tragen darf, über die oberste Gerichtsgewalt, Entscheidung und Bestimmung über Geld, Ausgabe und Zölle bis hin zur vielleicht allerwichtigsten Entscheidung über Krieg und Frieden. Ja. Und dieser Gedanke der Souveränsrechte in einer Demokratie als kollektive Grundrechte, so, den versuche ich mit diesem Brainstorming zu übertragen. Und vielleicht hier einige wenige Kommentare dazu. Das Erste ist aus meiner Sicht das Wichtigste. Und vielleicht kann ich mir gut vorstellen, gibt es hier keinen Konsens ad hoc, sondern da braucht es viel Diskussion um diese Idee, dass die Alleinzuständigkeit oder ich würde sagen die Hoheit über die Verfassung als höchstem Dokument der Demokratie müsste logischerweise aus meiner Sicht der höchsten Instanz zustehen, weil der Souverän qua Verfassung die anderen Gewalten, die anderen Staatsgewalten verfasst. Der Souverän konstituiert das Parlament, er konstituiert die Regierung, er konstituiert die unabhängige Justiz, aber er ist es, der diese Gewalten konstituiert als konstitutive Staatsgewalt. Und deshalb ist die Hoheit über nicht nur Verfassungsänderungen, sondern überhaupt die Verfassung der Verfassung beim Souverän. Was der Demokratie Deutschland im Herbst 2019 mit dem ersten Bürgerinnenrat gemacht hat, das ging eigentlich sehr stark in Richtung dieser Idee, die mir da vorschwebt. Ist ein bisschen umfangreicher und vor allem dann logischerweise wäre das Ergebnis verbindlich. Aber aus meiner Sicht war das eine wunderbare Vorübung zur zukünftigen Verfassungshoheit des Souveräns. Ja, Verfassung ändern ist klar, Regierung wählen, damit meine ich nur, dass man nicht nur eine Partei wählen kann, sondern auch eine Regierungskonstellation.
Regierung abwählen. Wozu? Da braucht es einen hochtriftigen Grund. Wenn die Regierung das Glyphosat oder Pestizide verlängert, dann würde ich sie nicht abwählen, dann würde ich eine Volksinitiative vorschlagen. Aber wenn die Regierung sich an einem Krieg beteiligt und natürlich speziell an einem völkerrechtswidrigen Krieg wie dem Irakkrieg 2, daran haben sich 13 Regierungen der Europäischen Union beteiligt, dann würde ich nicht den Kriegsbeschluss widerrufen mit dem sogenannten Abrogativreferendum, sondern dann müsste man sagen, diese Regierung ist kriegerisch, die wählen wir ab, wir wollen eine friedliche Regierung. Damit begründe ich nur, warum ich auch das vierte Souveränsrecht, nämlich der Möglichkeit, eine Regierung abzuwählen, hier vorschlage. Gesetzesinitiative stoppen, das kennen wir aus Italien. Berlusconi wollte Atomkraftwerke bauen und die Trinkwasserversorgung privatisieren. Dagegen haben die Italienerinnen eine 500.000 Unterschriften gesammelt, die zum Referendum geführt haben. In einem Referendum stimmten 90% der Abstimmenden gegen diese Gesetzesvorhaben des römischen Parlaments. Und das Wasser ist weiterhin öffentlich und es gibt keine Atomkraftwerke in Italien. Also das ist ein wunderschönes Beispiel, dass eine von 10 Facetten meiner Vision schon real existiert. Das erleichtert mich ein bisschen, dass das keine reine Utopie ist. Ja, ein öffentliches Gut kontrollieren, das Geldregal, da ist es jetzt wieder wichtig zu sehen, dass das eigentlich historisch immer ein Souveränsrecht war, aber nur in der Monarchie und noch nicht in der Demokratie. Aber die Entscheidung darüber, wer das Geld ausgeben darf, das finde ich, ist ein Souveränsrecht und das sollte niemand anderer als die Summe der Staatsbürgerinnen entscheiden. Konkret, ob die privaten, gewinnorientierten Geschäftsbanken das Geld ausgeben dürfen oder ob es die demokratisch kontrollierte öffentliche Zentralbank ausgeben soll. Ganz analog dazu das sogenannte Zollregal, also die letzte Entscheidung über völkerrechtliche Handelsverträge. Da sollte der Souverän die Regierung und das Parlament führen durch ein Rahmenmandat vor und da werden wir gleich sehen, was das konkret bedeutet. Ja, und das Letzte ist das Heikelste, die letzte Entscheidung über den Einsatz des Militärs. Damit schlage ich natürlich nicht vor, dass das Volk Kriegsentscheidungen oder Kriegseinsätze entscheiden soll, sondern verhindern. Weil da hat mir Richard David Precht viel Hoffnung gemacht, der gesagt, wenn die letzte Entscheidung über den Einsatz des Militärs beziehungsweise an einem Krieg in den letzten 200 Jahren beim demokratischen Souverän gelegen wäre, hätten wir praktisch keine Kriege mehr gehabt. Da warte ich noch auf ein bisschen empirische Forschung, aber systemlogisch muss eine dieser höchsten Entscheidungen, die auch deshalb beim König lagen, müssten in einer souveränen Demokratie bei der Bevölkerung liegen. Natürlich träume ich von der Abschaffung der nationalen Armeen, das muss ich, glaube ich, hier nicht dazu sagen, aber ich sage es dazu, weil vielleicht wissen das ja nicht alle. So, damit ist der theoretische Kern vorgestellt in 15 Minuten und in den zweiten 10 bis maximal 15 Minuten möchte ich das jetzt an 5 Beispielen verständlich machen, wie das in Zukunft aussehen könnte. Beispiel 1 ist die Handelspolitik. CETA, TTIP, bilaterale Handelsabkommen, Klagerechte für Konzerne, Welthandelsorganisation. Also wir haben hier ganz oft sehr enttäuschende und frustrierende Entscheidungen unserer Parlamente. Und aktuell funktioniert dieser Prozess so, dass ein Rahmenmandat für die Handelspolitik von der Vertretung des Souveräns, also von den Parlamenten und Regierungen, dadurch, dass die Handelspolitik mittlerweile eine Kompetenz der EU ist, die entsprechenden Gremien auch auf europäischer Ebene, im europäischen Vertrag festgelegt. Konkret in Artikel 206 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Ein konkretes Verhandlungsmandat wird dann vom Europäischen Rat gegeben. Das steht auch in diesem europäischen Verträgen drinnen. Der Europäische Rat ist aber auf europäischer Ebene nicht direkt demokratisch gewählt. Von daher hat er aus meiner Sicht ein deutliches demokratisches Legitimationsdefizit und er gibt dieses Mandat an eine weitere Instanz, die wieder nicht direkt gewählt ist, nämlich die Europäische Kommission. Und vorgesehen ist drittens keine Prüfung dieses Mandats. Also weder eine inhaltliche Prüfung ist vorgesehen in den Verträgen, noch kann jemand etwas dagegen unternehmen, dass diese Verhandlungen geheim beauftragt werden, was jetzt bei CETA der Fall war. Und es schreibt auch niemand den handelnden Akteuren vor, wen sie befragen und einbinden müssen bei den Verhandlungen.
Und es ist sogar noch eine Stufe undemokratischer, wenn die Bürgerinnen dann gegen ein solches Verhandlungsmandat aufbegehren und da eine europäische Bürgerinitiative starten wollen, dann wird ihnen von der Kommission, die sie nicht direkt gewählt haben, beschieden, dass sie das gar nicht dürfen. Obwohl diese Entscheidung der Kommission, wie wir wissen, vom Europäischen Gericht aufgehoben wurde und für null und nichtig erklärt wurde, allerdings 2 Jahre später, als dann CETA schon durch die europäischen Gremien durch war. Ja, und die Abstimmung über so einen völkerrechtlichen Vertrag erfolgt in den europäischen Gremien und dann in den nationalen Parlamenten, aber die Bürgerinnen spielen, außer dass in Umfragen erhoben wird, wie unzufrieden sie mit diesen Verträgen sind, keine Rolle. Das sage ich nicht ganz unironisch. In Österreich haben 3 Wochen bevor der österreichische Bundeskanzler im Europäischen Rat für CETA gestimmt hat, für die Republik Österreich in seinem Auftrag für die Verantwortung des Landes. 3 Wochen davor haben in einer repräsentativen Umfrage, die von niemandem in Frage gestellt wurde, 4% der Bevölkerung sich für TTIP ausgesprochen und 6% für CETA. Und dann hat er dafür gestimmt. Ja, und anders würde der Prozess so ausschauen: Das Rahmenmandat, nämlich wofür der internationale Handel überhaupt da ist, was die Ziele des internationalen Handels sind, das kommt von der verfassungsgebenden Gewalt, also von der Konstitutive oder vom Souverän. Dann kann durchaus ein konkretes Verhandlungsmandat von der Vertretung des Souveräns, so wie heute, erfolgen. Aber ich frage mich, ob da nicht eigentlich ein direkt gewähltes Gremium geeigneter ist als ein nicht gewähltes Gremium vom Souverän. Und da gibt es halt derzeit auf europäischer Ebene nur das Parlament. Drittens braucht es aus meiner Sicht eine verbindliche Prüfung des Mandats, nämlich sowohl eine inhaltliche Prüfung durch zum Beispiel den Europäischen Gerichtshof und jedenfalls, ja, und wenn, genau, Verzeihung, wenn der Gerichtshof prüft das konkrete Verhandlungsmandat auf seine Verfassungskonformität, nämlich ob das Verhandlungsmandat dem Rahmenmandat des Souveräns entspricht. Das ist der entscheidende Unterschied. Wenn der Europäische Gerichtshof sagt, nein, das entspricht leider nicht dem Rahmenmandat des Souveräns, dann sind die Verhandlungen beendet. Wenn der Europäische Gerichtshof sagt, ja, das Mandat liegt im vorgegebenen Rahmen, dann entscheidet auch hier der Souverän statt dem Europäischen Rat, wie verhandelt wird, nämlich transparent und durch die gleichberechtigte Einbindung aller betroffenen Stakeholder. Ja, und das Endergebnis wird prinzipiell von den Betroffenen abgestimmt, nämlich vom Souverän, es sei denn, der Souverän delegiert dieses Recht bewusst an seine Vertretung. Dann kann auch durchaus können die europäischen und nationalen gewählten Gremien diese Letztabstimmung vornehmen. Ganz wichtig ist mir aber, dass das Rahmenmandat wiederum nur von der verfassungsgebenden oder eben auch verfassungsändernden Gewalt geändert werden kann. Und das ist der Souverän. Und hier habe ich ein sehr schönes Anschauungsbeispiel. Hier zeige ich nun das bestehende Rahmenmandat für die internationale Handelspolitik. Ich habe das in dem Buch Ethischer Welthandel, versuche ich das als fundamentalistisch und extrem, weil es einseitig für das Aufreißen, das völlig undifferenzierte und blinde Aufreißen aller Handelsgrenzen sich einsetzt und das Niederreißen aller Handelsschranken. Und ohne irgendeine Erwähnung auf Klimaschutz, Menschenrechte, Artenvielfalt, Verteilungsgerechtigkeit oder Demokratie und Rechtsstaat. Nichts von dem finden wir in diesem Mandat. Es geht ausschließlich um Freihandel. Ich nenne das ja lieber Zwangshandel als Freihandel, weil ja durch Völkerrecht das Niederreißen aller sinnvollen und demokratisch legitimierten Handelsschranken. Heute sprechen alle von Regionalität und Resilienz. Das ist ein klarer Bruch mit dem EU-Recht. Regionalität und Resilienz sind das Gegenteil dessen, was die Europäische Kommission worüber hüten muss. Sie muss hüten, dass alle Handelsschranken beseitigt werden. Und wenn man hier eine alternative Formulierung vorschlägt, nämlich dass die Union im Sinne eines ethischen Welthandels zur progressiven Umsetzung der Menschen- und Arbeitsrechte, der Umwelt-, Klima- und Artenschutzverträge, gerechter Verteilung sozialer Zusammenhalts- und kultureller Vielfalt beitragen soll, in Summe zur Mehrung des Weltgemeinwohls und dass Handel nur ein Mittel ist zur Erreichung dieser Ziele, dann könnte ich mir vorstellen, dass bei einer europaweiten Volksabstimmung über die Abänderung dieses Mandats es sich eine bequeme Mehrheit findet in allen Mitgliedsländern.
Wenn wir allerdings die Alternative, die Verzeihung, das Souveränsrecht hätten, in diesem Fall jetzt das europäische Souveränsrecht, zwischen diesen beiden Rahmenmandaten für den Außenhandel zu entscheiden. Ich habe das an der Wirtschaftsuniversität Wien kurz probehalber versuchen dürfen und zu meiner ganz großen Freude ist in dem Verfahren des systemischen Konsensierens, das heute schon Gegenstand war und auch im Chat häufig eingefordert wurde, war der Widerstand gegen Freihandel und Abschottung. Das sind die einzig beiden diskutierten Optionen heute. Also ich nenne ja Freihandel lieber Zwangshandel, dann macht das ein bisschen mehr Sinn als wie die Wahl zwischen Pest und Cholera. Und dann hätte man aber sozusagen eine Alternative, nämlich dass Handel nur Mittel zum Zweck ist, als dritte Alternative. Und auf der Wirtschaftsuniversität Wien war dann zu meiner großen Freude, weil gerechnet hatte ich damit nicht, aber zu meiner großen Freude war dann der Widerstand gegen diese Alternative bei Null, wie ihr am empirischen Ausgang dieser Abstimmung sehen könnt. Das zweite Beispiel ist jetzt kürzer, die anderen Beispiele. Das sind die ökologischen Menschenrechte. Ich glaube, eine der allerhäufigsten Referenzen derzeit überhaupt sind die planetaren ökologischen Grenzen. Verlust an Artenvielfalt ist die größte globale Umweltgefahr, der Klimawandel die viertgrößte. Das soll ich nicht schmälern, aber es heißt, dass der Verlust der Artenvielfalt noch bedrohlicher für die Menschheit ist als der Klimawandel. Und die Kate Raworth hat als eine der innovativsten Ökonominnen gegenwärtig, hat daraus den Donut gebildet und ich habe aus dem Donut, der sozusagen die sozialen Grundbedürfnisse aller Menschen befriedigen soll, das wäre sozusagen die innere Grenze, aber gleichzeitig innerhalb der ökologischen Grenze des Planeten bleiben soll. Wie könnte man das umsetzen? Und dafür habe ich den Begriff ökologischer Menschenrechte geprägt, in Anlehnung an das Konzept des ökologischen Fußabdruckes. Und die Erfinderinnen des ökologischen Fußabdruckes sagen, bei einer global gerechten und nachhaltigen Verteilung könnte jeder Mensch nur 1,7 globale Hektar, das ist kein Flächenmaß, es ist letztlich doch ein Flächenmaß, aber das alle Umweltverbräuche integriert, verbrauchen, ohne dass der Planet insgesamt davon Schaden nähme. Und mein Vorschlag oder meine Idee ist, wenn man die Menschen darüber abstimmen lässt, ob alle Menschen nur eben ein gleiches Verbrauchrecht innerhalb der ökologischen Grenzen des Planeten genießen dürfen oder ob ein Teil der Menschheit, darunter die Menschen in Deutschland und Österreich, das drei- oder vierfache dessen weiterhin verbrauchen dürfen, womit dann aber auch ihre Kinder nicht mehr die gleichen Rechte hätten wie sie selber. Da kann ich mir vorstellen, dass wir in sehr naher Zukunft bereits eine bequeme Mehrheit auch in den Überverbrauchsdemokratien haben werden, dass wir unseren Verbrauch auf das, was uns bei einer global gerechten und nachhaltigen und, ich betone, liberalen Verteilung, weil liberal heißt, dass wir anderen Menschen die gleichen Rechte zugestehen und zudem unseren eigenen Kindern und Enkeln. Ja, dann die Frage, wer gibt das Geld aus? Die habe ich schon angerissen mit dem Geldregal. Übrigens, wenn jemand beim Begriff Regal stutzig wird, das kommt von Rex, vom König. Also es heißt, die Geldausgabe ist ein Königsrecht, ist gleich ein Souveränsrecht und in der Demokratie müsste deshalb der Souverän entscheiden, ob das Geld wie heute in Form von Schulden von gewinnorientierten privaten Banken ausgegeben werden darf oder ob es in Zukunft von der demokratischen Zentralbank als Geschenk an den Souverän, also von uns an uns selbst, in Umlauf gebracht werden darf. Und der sogenannte Geldschöpfungsgewinn, das finde ich noch historisch interessant. Wir wollen ja raus aus dem Feudalismus eigentlich. Und Seigneurage, das kommt aus dem Französischen und heißt, dass die Arge ist der Gewinn der Geldschöpfung, so wie der Arbitrage, dass die dem Seigneur, nämlich dem Münzherrn, das kann ein Adeliger sein, dem vom König dieses Münzrecht für ein bestimmtes Gebiet übertragen wurde. Und wir sagen heute, obwohl wir nicht mehr im Feudalismus leben und obwohl es keine Monarchien mehr gibt, sondern eine Demokratie, sagen wir zum Geldschöpfungsgewinn heute halt von den privaten Geschäftsbanken trotzdem noch Seigneurage. Das ist ein Anachronismus. Und deshalb schlage ich vor, dass nach einer Vollgeldreform das Geld zum öffentlichen Gut wird und der Geldschöpfungsgewinn als Souveränage, also als Gewinnspanne für den Souverän, neu bezeichnet wird und dann eben auch der Allgemeinheit zugutekommt und weder den Feudalherren
noch den privaten Geschäftsbanken. Das vorletzte Beispiel ist mein Lieblingsbeispiel, das ich bisher mit 50.000 Menschen in 25 Staaten gespielt habe, nämlich wenn die Menschen die Möglichkeit hätten, die Ungleichheit bei Einkommen zu begrenzen, konkret die Maximaleinkommen mit einem maximalen Vielfachen des Mindesteinkommens zu begrenzen, dann gibt es hier weltweit, das ist in Flensburg und das sind ganz typische Vorschläge. Die einen würden maximal das Vierfache der Höchsteinkommen gemessen an den Mindesteinkommen vorschlagen, die anderen das Fünffache, das Achtfache. Hier war kein Vorschlag höher als das 15-fache. Und bei der systemischen Widerstandsmessung hat dann der Faktor 8, also der Vorschlag 8, gewonnen. Hier war der Widerstand, der war am geringsten. Und Kapitalismus erfährt gleich hohen Widerstand wie Sozialismus. Und das ist eine Erfahrung, die ich, wie gesagt, 500 Mal gemacht habe. Es gewinnt nicht immer Faktor 8, es gewinnt manchmal der Faktor 10, manchmal der Faktor 5. Aber es gewinnt nie ein Faktor 900, wie es derzeit der Status quo in der Schweiz ist. Faktor 6000, wie es der Status quo in der deutschen Industrie ist. Wendelin Wiedeking mit über 100 Millionen Euro Jahreseinkommen und schon gar nicht das 360.000-fache wie in der US-Finanzindustrie. 5 Milliarden Dollar Einkommen des erfolgreichsten Hedgefondsmanagers in einem Jahr. Also hier würde souveräne Demokratie eine radikale Verringerung der Ungleichheit bewirken und damit Fortschritt auf ganz vielen Ebenen. So, ich habe noch eine Minute, darum gehe ich da sehr rasch drüber. Es würde dann in einer Summenbetrachtung, würden wir klare Voten gegen die Extreme Kapitalismus und Kommunismus oder Sozialismus haben und etwas in der Mitte, das wir bisher soziale Marktwirtschaft genannt haben. Wir wollen die verbessern zur Gemeinwohlökonomie und heute verschlechtert sie sich zum Neoliberalismus, der sich immer mehr an den globalen Finanzkapitalismus annähert. Und wenn hier die Grundweichen geändert werden, dann glaube ich, können wir so in Richtung einer gemeinwohlorientierten Ökonomie uns auch, was die Rechtsgrundlagen des Wirtschaftens betrifft, bewegen. Jetzt kommen die beiden Schlussfolien. Ich habe noch einen Strategievorschlag für die Zivilgesellschaft, wie wir dorthin kommen könnten. Mein Vorschlag lautet, ein Kreis von 20 NGOs unterstützt Mehr Demokratie Deutschland bei der aktuellen Kampagne für einen bundesweiten Volksentscheid, bis hier 200 NGOs zusammen sind. Die erreichen dann in dieser 200-Kompaktballung den bundesweiten Volksentscheid, entweder durch eine freiwillige Entscheidung des Bundestags oder durch eine vom Bundestag angesetzte Volksentscheidung. Und dann, jetzt kommt das Entscheidende, dann kooperieren diese 200 Organisationen weiterhin, nämlich sie sagen, wir konsensieren systemisch die wichtigsten Anliegen für Volksentscheide und verhindern hier eine Inflation. Also zum Beispiel könnten maximal 3 Abstimmungen zweimal pro Jahr stattfinden und die werden intern priorisiert und gereiht, sodass dann jedes Jahr die wirklich von allen am stärksten unterstützten, auch mit Sicherheit durchgehen. Und ich habe hier mir erlaubt, noch einmal ein letztes Mal frei zu träumen. Wir könnten dann im ersten Jahr zum Beispiel ein Glyphosat- und allgemeines Pestizidverbot durchsetzen, eine substanzielle Kohlenstoffsteuer und das verbindliche Lobbyregister. Und dann im zweiten Jahr zum Beispiel eine Finanztransaktionssteuer, das Lieferkettengesetz plus, das ich als Gemeinwohlbilanz verstehe, oder zum Beispiel ein Waffenexportverbot. Nur so als Beispiele, wo ich fest davon überzeugt bin, wenn hier 200 Organisationen gemeinsam diese Volksinitiativen lobbyieren würden, dann gäbe es dafür ganz bestimmt eine Mehrheit, auch in einem Verfahren des systemischen Konsensierens. Letzte Folie, das ist noch einmal ein Blick noch weiter in die Zukunft. Heute haben wir ein Finanzkonto, typisch für eine kapitalistische Gesellschaft. In Zukunft gibt es darauf auch die Souveränage oder das bedingungslose Grundeinkommen und nicht nur unser Erwerbseinkommen. Aber wir werden dann auch das Umweltkonto haben. Das ist die Umsetzung der ökologischen Menschenrechte. Das wäre dann ökologische Kaufkraft, die begrenzt ist, um den Planeten zu schützen. Die Kira hat heute schon die Schutzrechte der Natur angesprochen. Die würden wir auch rechtsverbindlich umsetzen. Und jetzt kommt die letzte Vision. Beim Demokratiekonto hätten wir ganz selbstverständlich die positive Nutzung des Internets.
Nämlich, wir würden auf allen Ebenen, von der kommunalen zur regionalen, zur nationalen, zur europäischen und zur internationalen Ebene, würden wir über alle anstehenden politischen Entscheidungen informiert werden können, wenn wir das wünschen. Wir erhalten zunehmend Anhörungsrechte. Wir erhalten die Möglichkeit der Mitentscheidung. Das wäre direkte oder souveräne Demokratie. Und natürlich auch die Möglichkeit zur Initiative von neuen Gesetzesvorschlägen. Das, glaube ich, muss, wenn die Digitalisierungswelle da angekommen ist, muss ein Mindeststandard der Demokratie 2.0 sein, der souveränen Demokratie, dass wir hier etwas weniger aufwendig und umständlich als heute über das Internet Entscheidungen treffen können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war mein Input für die Zukunft und jetzt freue ich mich noch auf ein bisschen Diskussion dazu.